Die Landesinitiative N21 präsentiert Landtag online mit der Schule am Roten Berg, Oberschule Haßbergen. Live vom Aprilplenum 2017 aus Hannover. Hallo und herzlich willkommen zum Landtag online Spezial. Wir sind das Radioteam der Schule am Roten Berg, Haßbergen und berichten live aus dem Niedersächsischen Landtag in Hannover. Am Mikrofon begrüßen euch Chantal, Annemarie, Fabian und Philipp. Wir schauen für euch hinter die Kulissen der Landespolitik. Vom 5. bis 7. April sind wir live zu Gast beim Plenum 2017. Unterstützt werden wir hierbei von der SPD-Landtagsabgeordneten Katrin Wahlmann. Mit dabei unser Politiklehrer Björn Schlegel. Hier sind unsere Themen. Wer lange sucht, wird irgendwann finden. Hitzige Debatte um Endlagersuche. Versammlungsgesetz, Videoüberwachung, Vollverschleierung, Interview mit SPD-Innenminister Boris Pistorius. Kompetent mit Krawatte. Interview mit SPD-Ministerpräsident Stefan Weil. Viel Spaß mit unserem ersten Webradio der Schule am Roten Berg, Haßbergen live aus dem Landtag. Der erste Plenartag startete mit einer hitzigen Debatte zum Endlagersuchgesetz. Hier unser Beitrag. Wer lange sucht, wird irgendwann finden. Der erste Plenartag startet mit einer Regierungserklärung des Umweltministers Stefan Wenzel vom Bündnis 90 Die Grünen zum Endlagergesetz. Vor kurzem wurde dieses Gesetz im Bundestag verabschiedet. Die Bundesregierung will demnach bis zum Jahr 2031 ein Endlager für hochradioaktiven Müll finden. Warum äußerte sich der Umweltminister im Plenum? Was kritisierte die Opposition? Wir haben nachgefragt beim umweltpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Martin Bäumer und bei der atompolitischen Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion Miriam Staute. Frau Staute, erklären Sie uns bitte, warum der Umweltminister Herr Wenzel eine Regierungserklärung abgegeben hat. Es gibt Gesetze, die sind sehr wichtig und wenn der Bundestag sie beschließt, dann reicht das noch nicht aus. Dann muss auch der Bundesrat zustimmen. Der Bundesrat ist ja die Länderkammer, also die Vertretung aller Bundesländer. Und Niedersachsen hat in der vergangenen Woche eben im Bundesrat auch über dieses Endlagersuchgesetz mit abgestimmt. Und deswegen hat der Umweltminister heute im Landtag dazu eine längere Regierungserklärung abgegeben, um das alles mal zu erläutern. Und man muss auch wissen, dass in den letzten 2 Jahren da eine sehr intensive Arbeit in der Endlagerkommission stattgefunden hat in Berlin, in der er auch mitgearbeitet hat. Deswegen war es durchaus angemessen, dass er hier mal eine halbe Stunde zu diesem Thema vorträgt. Sie haben gleich zu Beginn der Debatte geäußert, dass Sie nicht zufrieden sind mit dem Endlagergesetz. Warum? Wir haben eigentlich immer gesagt, dass wir uns eine neue Endlagersuche für Deutschland wünschen. Und das würde bedeuten, eine Endlagersuche ohne den Standort Gorleben. Da sind ja schon Milliarden sozusagen versenkt worden. Unterirdisch ist ein großes Bergwerk angelegt worden. Und wir haben ein bisschen Sorge, dass jetzt bei diesem ganzen Vergleich von Standorten Gorleben immer bevorzugt wird, weil da eben schon so viel Infrastruktur vorhanden ist, weil das Bergwerk schon so groß ist, weil man da sozusagen nicht so viel Geld braucht, um es zu einem Endlager womöglich auszubauen. Und wir haben auch die Sorge, dass Mängel, die jetzt schon bekannt sind, also es gibt da zum Beispiel kein durchgängiges Deckgebirge, das heißt keine schützende Schicht zwischen der Oberfläche und den wasserführenden Schichten und der Schicht, wo der Atommüll eingelagert werden würde. Und dass solche Mängel einfach in Zukunft keine große Rolle spielen, weil die Kriterien, die diese Endlagersuchkommission erarbeitet hat, die sind relativ schwach. Also da steht nicht drin, ein Standort muss ein perfektes Deckgebirge haben oder es steht auch nicht drin, ein Standort, der einen sogenannten Einbruchsee hat, darf nicht verwendet werden. All das hat Gorleben und deswegen sage ich, dass diese Kriterien nicht nur rein wissenschaftlich sind, sondern dass da auch sehr viel politische Kompromisse gemacht worden sind, damit überhaupt die anderen Bundesländer mitmachen bei dieser neuen Endlagersuche. Denn sehr viele Bundesländer denken immer, der sicherste Endlager ist das, das am weitesten weg ist. Und die wären wahrscheinlich sogar froh, wenn Gorleben ein Endlagerstandort werden würde. Was kritisierte der CDU-Umweltexperte Martin Bäumer
an der Regierungserklärung des Umweltministers? Ja, ich kritisiere konkret, dass eine Regierungserklärung dafür da ist, dass eine Regierung den Menschen erzählt, was sie für Absichten, für Pläne, für Handlungsempfehlungen hat. Also wenn man sowas macht, dann muss man den Menschen auch erzählen, was man in den kommenden Monaten vorhat im Bereich Endlagerung, im Bereich radioaktive Abfälle. Das hat er heute Morgen aber nicht gemacht. Er hat uns erzählt, die Vergangenheit der Kernenergie, die Geschichte der Kernenergie, wie das alles zustande gekommen ist, wie die Endlagerkommission getagt hat. Das fand ich jetzt, da wir das alle schon kennen und wissen, jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Ich hätte mir erwartet, dass er uns zeigt, wie es in der Zukunft weitergeht. Er hat auch sehr stark das grüne Atomklischee bedient, also seine eigenen Wähler versucht anzusprechen. Auch das hat mich heute Morgen nicht interessiert. Was haben wir in Niedersachsen zu erwarten? Bei der Frage Suche nach einem Endlager ist es ja so, da gibt es die sogenannte weiße Deutschlandkarte. Das heißt, es gibt keinen Ort in Deutschland, der ausgeschlossen wird. Man schaut sich alles an und guckt dann, was ist am ehesten geeignet. Natürlich wird man den Atommüll nicht in Osnabrück vergraben oder in Hannover oder in Oldenburg. Da braucht man natürlich schon bestimmte Räume, die auch ein bisschen weniger von Menschen besiedelt sind. Man braucht bestimmte Gesteinsformationen. Da gibt es drei. Das kann man in Salz machen. Das kann man in Granit machen. Das kann man auch in Ton machen. All diese drei Gesteinsarten sind in Niedersachsen vorhanden. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass bei der Frage, wo entsteht in Deutschland ein mögliches Endlager, Niedersachsen natürlich auch sehr genau untersucht wird. Und dann kommt es darauf an, gibt es bei uns die Gesteinsformationen, die in der Lage sind, diesen ganzen Müll so aufzunehmen, dass der 1 Million Jahre von der Atmosphäre, von der Biosphäre abgeschirmt wird. Gibt es das? Da gibt es sicherlich auch eine ganze Menge Bergwerke bei uns, wo diese Gesteinsformationen durchlöchert sind. Die sind komplett ungeeignet. Man braucht also da was wirklich ganz Neues, wo noch nie jemand mal gebohrt oder geforscht hat. Das zu finden ist die Aufgabe. Ich bin mir sicher, da wird man auch demnächst in Niedersachsen diskutieren, ob es nicht vielleicht doch zu uns kommt. Und in Gorleben ist das ja so, dass der Ministerpräsident immer sagt, Gorleben ist ungeeignet. Aber das hat man damals ausgesucht, weil man dachte, dass es geeignet wäre. Also die Diskussion um die Frage, wo ein Endlager hinkommt, die ist für Niedersachsen nicht vorbei. Die kann sich auch in Gorleben oder vielleicht auch im Emsland wieder ganz neu entzünden. Die Debatte um das Thema bleibt spannend. Da können wir nicht sagen, das Thema ist für uns vorbei. Ich glaube, das fängt für uns in Niedersachsen gerade erst an. Hier unsere Rubrik Radio SRB erklärt, was ist ein Ordnungsruf? Wir haben die erste Debatte auf der Besuchertribüne live erlebt. Nachdem Umweltminister Stefan Wenzel von Bündnis 90 Die Grünen seine Regierungserklärung vorgetragen hatte, wurde der CDU-Abgeordnete Martin Bäumer mit einem Zwischenruf vom SPD-Abgeordneten Wiat Siebels konfrontiert. Schwachsinn, rief er dem Redner Bäumer zu. Landtagsvizepräsident Klaus-Peter Bachmann verwarnte ihn darauf mit einem Ordnungsruf. Mit einem Ordnungsruf werden Abgeordnete im laufenden Debatten verwarnt, wenn sie durch Zwischenrufe, Beleidigungen oder andere Störungen auffallen. Dies geschieht unverzüglich, indem der jeweilige Redner vom Landtagspräsidenten unterbrochen wird, um die Ermahnung an den Störer auszusprechen. Der Ordnungsruf soll zur Disziplin ermahnen, hat aber meistens keine direkte Konsequenz für den betroffenen Abgeordneten. Es sei denn, der Abgeordnete erlaubt sich zwischen zwei weitere Disziplinlosigkeiten, in diesem Falle also bei drei Ordnungsrufen innerhalb eines Tages, wird der betreffende Abgeordnete von Landtagsdienern des Saals verwiesen. Auf Bundesebene ist der SPD-Politiker Herbert Wehner mit fast 60 Ordnungsrufen der unangefochtene Spitzenreiter in Bezug auf erhaltene Ordnungsrufe. Nun ein Beitrag von Fabian. Wir sind nicht die einzige Schülerredaktion im Landtag. Auch die Multimedia berufsbildenden Schulen sind mit fast einem Dutzend Schülerinnen und Schüler im Landtag. Genau wie wir senden sie ein eigenes Radioprogramm aus dem Landtag. Zu hören sind sie beim Radio Leineherz, 106,5 MHz. Wie produzieren sie ihre Sendungen? Wie bereiten sie sich vor? Robin und Tobias, zwei Auszubildende, Mediengestalter, Bild und Ton, erzählen uns, wie gearbeitet wird und was ihnen am meisten Spaß macht. Nun zu Gast sind Tobias und Robin von der Multimedia Berufsbildenden Schule aus Hannover. Ihr macht eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Was macht ihr hier im Landtag? Wir sind zwei Tage die Woche im Landtag und dort senden wir halt einfach 3 Stunden pro Tag aus dem Landtag. Radio Leineherz sendet dann hier zu uns und dann senden wir über eine mobile Radiostation von 9 bis 12 Uhr. Wie bereitet ihr eure Radiosendung vor?
Wir bereiten uns immer eine Woche vor dem Landtag vor, indem wir uns die Tagesordnung des Niedersächsischen Landtags angucken. Und dann suchen wir uns immer die wichtigsten Themen raus. Also das heißt zum Beispiel, so wie jetzt diese Woche, der Lehrermangel beziehungsweise über das Verhüllungsgesetz. Und dadurch machen wir dann verschiedene Beiträge für die Radiosendung oder interviewen sogar die Politiker hier vor Ort. Was macht euch bei der Sendeproduktion im Landtag am meisten Spaß? So nah an den Politikern zu sein und auch mal mit denen sprechen zu können, die zu interviewen und auch halt einfach mal die persönlich zu sehen, weil man kennt die ja aus Radio und Fernsehen und die dann halt persönlich zu sehen und dann auch noch mit denen sprechen zu können, das ist eine Sache, die sehr viel Spaß macht. Welches größere Projekt steht bei euch als nächstes an? Wir hatten jetzt als größtes Projekt die CeBIT-Messe und als nächstes größere Projekt steht die Ideen-Expo an, die im Juni stattfinden soll. Da müssen wir halt noch ein bisschen planen, denn auch wenn sie erst im Juni ist, müssen wir halt vieles vorbereiten. Wir müssen uns überlegen, was wir genau da auf der Ideen-Expo haben, was wir dort für Beiträge machen wollen und welche Veranstalter dort sind. Und das ist halt auch sehr wichtig. Vielen Dank für das Interview, Tobias und Robin. Im nächsten Beitrag geht es um das reformierte Versammlungsgesetz, um Videoüberwachung und Vollverschleierung. Hierzu unser Interview mit SPD-Innenminister Boris Pistorius. Wir begrüßen bei uns im Studio den Minister für Inneres und Sport, Herrn Boris Pistorius. Herr Pistorius, Sie sind in Osnabrück aufgewachsen, 10 Kilometer von Haßbergen entfernt. Dort zur Schule gegangen, haben dort studiert und waren im November 2006 bis im Februar 2013 Bürgermeister von Osnabrück. Inwiefern hat sich Ihr Aufgabenbereich vom Bürgermeister zum Minister verändert? Der hat sich gewaltig verändert. Kommunalpolitik hat mir viel Spaß gemacht. Ich war ja auch erst ehrenamtlicher Ratsherr in Osnabrück. Kommunalpolitik ist ganz dicht an den Menschen dran. Da organisiert man, wie Schule läuft, wie Straßen aussehen, wie Bibliotheken aussehen und Schwimmbäder, all diese Dinge, die den Alltag ausmachen. Und als Oberbürgermeister hat man eben die Verantwortung für eine große Verwaltung, in dem Fall in Osnabrück mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man hat ganz viel zu tun mit all diesen Dingen, bereitet Ratssitzungen vor, organisiert Mehrheiten. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe mit sehr vielen Detailfragen. Und als Minister hat sich das natürlich komplett verändert. Man ist verantwortlich für Aufgaben sehr spezieller Natur, fürs ganze Land aber dafür. Und von daher ist die Arbeitsweise auch eine ganz andere. Und natürlich ist man auch viel, viel mehr unterwegs als vorher in Niedersachsen und darüber hinaus. Gestern wurde das Versammlungsgesetz reformiert. Welche wesentlichen Änderungen bringt uns das neue Gesetz? Zum einen wird es leichter, Versammlungen anzumelden. Es ist nicht mehr ganz so viel Bürokratieaufwand erforderlich. Und man kann auch vor dem Landtag künftig demonstrieren, vorausgesetzt, die Versammlungsbehörde genehmigt das. Insgesamt wird das Versammeln, das Demonstrieren unter freiem Himmel damit etwas erleichtert. Aus Sicht von Herrn Nacke, CDU, sollte das Versammlungsgesetz eher verschärft werden. Wie stehen Sie zur Kritik der Opposition? Es ist das vornehmste Recht der Opposition, die Regierung für das, was sie tut, zu kritisieren und zu glauben, sie wisse es besser. Das gehört nun mal zur Natur der Sache. Ich sehe es anders als Herr Nacke. Herr Nacke neigt dazu, die Dinge gerne zu verschärfen in den Gesetzen. Ich neige dazu, sich die Gesetze anzugucken und den Änderungsbedarf zu definieren, zu analysieren und dann zu sagen, was man macht. Das kann mal eine Verschärfung sein, das kann eine Anpassung an eine veränderte Sicherheitslage sein, aber es kann eben auch mal dazu führen, dass man mit einem Gesetz, mit einer gesetzlichen Änderung Dinge erleichtert und das ist in diesem Fall geschehen. Um Straftaten aufzuklären und Täter zu identifizieren, muss es doch in Ihrem Interesse sein, ausreichende Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu haben. Videoüberwachung auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen wird von der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Ab wann wird die Überwachung zum Selbstzweck? Das ist die spannende Frage und ich gebe Ihnen völlig recht. Natürlich haben wir ein Interesse daran, durch Videoaufzeichnung und andere Straftaten aufzuklären. Es wird nur in der politischen Diskussion gerne der Fehler gemacht, den Eindruck zu erwecken, als würde Videoaufzeichnung und sogenannte Videoüberwachung Straftaten verhindern. Das tun sie nämlich in aller Regel nicht. Das erleben wir tagtäglich in Deutschland und anderswo. Es geht also darum, ein vernünftiges Maß zu finden zwischen dem Interesse daran, Straftaten, Anschläge und dergleichen aufzuklären, wenn sie passiert sind, einerseits und andererseits dem Menschen nicht das Gefühl zu geben, dass er an jedem Platz, an jeder Ecke dieser Stadt oder dieses Landes von Videokameras beobachtet und womöglich aufgezeichnet wird. Diesen Interessenausgleich muss man hinkriegen. Wir sind der Auffassung, man braucht Videoüberwachung. Ja, wir wollen sie in Bahnhöfen, in Nahverkehrszügen und anderem mehr, weil da Menschen viel zusammenkommen und natürlich auf frequentierten Plätzen und zum Beispiel auch bei zeitlich begrenzten Veranstaltungen wie Volksfesten, Weihnachtsmärkten und der anderen. Das wollen wir erleichtern, aber das heißt nicht, dass man jetzt flächendeckend an jeder Laterne eine Videokamera braucht, weil wir nämlich auch glauben, dass Bürgerrechte und Freiheitsrechte, und die sind berührt, wenn man überall beobachtet wird, eben auch einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben und in unserem Rechtssystem. Und deswegen geht es um den Ausgleich der beiden Interessen.
Burkas und Niqabs sind in größeren Städten häufig sichtbar. Vielen Menschen machen verhüllte Gesichter Angst. Wie stehen Sie zur Forderung der CDU, Gesichtsverhüllungen in öffentlichen Räumen zu verbieten? Also zunächst mal muss ich sagen, mich stören Niqabs und Burkas auch. Ich finde sie völlig unpassend für eine offene Gesellschaft, in der jeder sein Gesicht zeigt und wir miteinander kommunizieren in offene Gesichter. Von daher bin ich absolut kein Freund von einer Verhüllung dieser Art. Auf der anderen Seite sollte man nicht den Eindruck erwecken, als sei das tatsächlich ein Massenproblem in Deutschland. Wir reden in ganz Deutschland von ein paar tausend Burka- bzw. Niqab-Trägerinnen. Das ist bei einer Einwohnerzahl von 81 Millionen nun wirklich nicht das Problem, was wir als erstes angehen müssten. Trotzdem bin ich auch dafür, dass wir in bestimmten Zusammenhängen eine Verhüllung, eine Vollverschleierung untersagen sollten. Klar ist, vor Gericht oder bei Behördengängen zum Beispiel muss der Sachbearbeiter, der Mitarbeiter der Verwaltung, der eine Leistung oder eine Auskunft geben soll, der muss sehen, wen er sich gegenüber sitzen hat. Aber ein generelles Verbot von Verschleierung ist, glaube ich, jetzt auch kein Weg, was diese Gesellschaft wirklich besser macht. Wen stört es, wenn jemand in der Stadtbibliothek sich ein Buch leiht und dabei verhüllt ist? Noch dazu, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich auf der Straße oder in irgendeinem öffentlichen Gebäude zuletzt jemanden mit Niqab oder Burka selber gesehen habe. Alle reden immer darüber, aber wer sich mal ernsthaft fragt, und ihr euch auch, wann habt ihr mal das letzte Mal jemanden gesehen, dann müsst ihr wahrscheinlich schon sehr lange nachdenken. Herr Minister Pistorius, wir danken Ihnen für das Interview. War mir ein Vergnügen und ich wünsche der Schule am Roten Berg in Haßbergen weiter alles Gute und euch für die Schullaufbahn auch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Hier unsere Rubrik Radio SRB erklärt. Was ist eine Kurzintervention? Die Kurzintervention bietet Abgeordneten während einer laufenden Debatte die Möglichkeit, Fragen zu einem Tagesordnungspunkt eines vortragenden Redners zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Dies muss der Redner zulassen. Tut er dies, dann erteilt ihm der Präsident das Wort. Dadurch erhöht sich die Lebendigkeit der Debatte. Der Redner hat anschließend das Recht, die Kurzintervention seinerseits zu kommentieren. Die Anzahl der Kurzinterventionen pro Debatte sind begrenzt. Innerhalb einer Debatte darf jede Fraktion höchstens zweimal von diesem Recht Gebrauch machen. Der betreffende Abgeordnete darf hierzu eine Redezeit von 2 Minuten nicht überschreiten. Sogar unser Landesvater Stefan Weil nahm sich Zeit für ein Interview mit uns. Nach kurzer Recherche hatten wir unsere Fragen parat. Viel Spaß mit unserem Beitrag. Kompetent mit Krawatte. Ein Interview mit SPD-Ministerpräsident Stefan Weil. Nun zu Gast bei uns in der Redaktion Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD. Wir haben recherchiert, dass Sie als Ministerpräsident für die Richtlinienkompetenz zuständig sind. Was heißt das konkret? Naja, einer muss am Ende dafür sorgen, dass die Regierung so mehr oder weniger in dieselbe Richtung marschiert, muss bei den wichtigsten Fragen auch mal eine Vorgabe machen, muss übrigens auch in der Öffentlichkeit ganz oft den Kopf hinhalten, nicht nur die einzelnen Ministerinnen und Minister. Und das alles zusammen, das macht es eben aus, dass einer, das ist der Ministerpräsident, am Ende bei den ganz wichtigen Fragen sagen kann, es geht rechts rum oder links rum. Sie sind darüber hinaus in der Länderkammer des Bundesrats tätig. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen der Arbeit im Landtag und im Bundesrat? Das ist nicht so schwer, denn der Bundesrat, der arbeitet ziemlich effizient. Er kommt einmal im Monat zusammen und dann dauern die Sitzungen typischerweise, na, sagen wir mal 3 bis 4 Stunden. Die meiste Arbeit findet vorher statt in den Fachausschüssen. Da sitzen dann die Ministerinnen und Minister aus den 16 Ländern. Aber ich bin generell ziemlich oft in Berlin und zwar deswegen, weil es ganz viele Fragen gibt, die kann man nicht nur in der Landespolitik alleine lösen, sondern da brauchen wir auch die Unterstützung des Bundes und deswegen müssen wir da natürlich auch von niedersächsischer Seite aus in Berlin ein bisschen für uns werben. Ganz kurz, welche Top-Themen beschäftigen Sie zurzeit im Bundesrat? Im Bundesrat hatten wir zum Beispiel gerade die Maut mit einem Ergebnis, das mir nur so gar nicht in den Kram gepasst hat, denn ich finde, die Maut ist ganz, ganz überflüssig. Die braucht eigentlich keiner, aber sie ist leider durchgesetzt worden. Niedersachsen hat allerdings dagegen gestimmt. Und so haben wir immer von Mal zu Mal unterschiedliche Schwerpunkte. Das liegt unter anderem darin, weil wir meistens nach Beschlüssen des Bundestages im Bundesrat uns dazu verhalten müssen. Es ist ganz oft so, dass wir dann die Chance haben zu sagen, entweder einverstanden oder aber wir schicken Vorhaben in den sogenannten Vermittlungsausschuss. Da müssen sich dann Bundesrat und Bundestag einigen. Meistens wären wir uns allerdings schon vorher einig. Niedersachsen ist mit 40% der Vorreiter bei der Quote der regenerativen Energien. Das Thema Energiewende, eingebracht von Rot-Grün, stand heute auf der Tagesordnung. Wie wollen Sie es schaffen, bis zum Jahr 2050 zu 100% auf regenerative Energien zu setzen?
Erstmal nehmen wir es uns vor, weil wenn man sich keine hohen Ziele setzt, dann kann man die folglich auch nicht erreichen. Bis 2050 ist ja noch eine Menge Zeit, aber trotzdem weiß man heute schon, das ist ein richtig ambitioniertes Ziel, wäre allerdings auch richtig gut für die Umwelt. Dafür muss jede Menge passieren. Dann denke ich, werden wir zum Beispiel in 25 Jahren längst nicht mehr so viele Verbrennungsmotoren auf unseren Straßen haben, sondern Elektromobilität oder möglicherweise auch noch andere Motorantriebe. Unsere Häuser werden dann viel, viel weniger Energie verbrauchen. Sie sind viel besser gedämmt und was an Energie verbraucht wird, das wird dann hoffentlich durch Wind und Sonne tatsächlich auch von den einzelnen Häusern eingespeist werden. Und so könnte ich jetzt eine ganze Liste von Vorhaben durchgehen. Die sind allesamt dicke Bretter, die man bohren muss. Aber ehrlich gesagt, wir brauchen die Zeit auch und wir können nicht darauf warten, dass irgendwann mal das Jahr 2050 kommt, sondern wenn wir die Ziele erreichen wollen, müssen wir jetzt anfangen. Die Bundestagswahl im September wirft ihre Schatten voraus. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai der Landtag gewählt. In Niedersachsen ist es im Januar 2018 soweit. Was stimmt Sie optimistisch, dass bei der Landtagswahl in NRW Ihre Amtskollegin Hannelore Kraft im Amt bleibt? Kommt ihr Martin Schulz zugute? Ich kenne Hannelore Kraft gut. Ich bin natürlich kein Experte in nordrhein-westfälischer Politik, aber ich glaube, dass Hannelore Kraft dort klar die Nummer eins ist in der Politik dort. Martin Schulz kommt der SPD überall zugute, gerade auch, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Er kommt ja aus Nordrhein-Westfalen und das schafft dann wahrscheinlich noch mehr Rückenwind. Und ich glaube, mit ihm ist klar geworden, dass die SPD eben mehr will, als nur Juniorpartner in einer großen Koalition zu sein. Wir haben eine Menge im Kopf, was gut wäre für unser Land und das wollen wir auch wirklich durchsetzen. Und wir haben gerade auch jede Menge Kampfgeist bei uns. Ich merke das auch selber, mir macht Politik gerade richtig Spaß. Sie haben heute Morgen eine besondere Krawatte getragen. Was hat es damit auf sich? Das stimmt. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Krawatte aus Holz getragen, aus Holzelementen. Gestern Abend, da gab es eine Einladung der Gläsernen Kette. Das ist so eine Vereinigung der Lebensmittelwirtschaft, vor allen Dingen aus Ostfriesland, die sehr für Transparenz und für Verbraucherschutz stehen. Und die haben den Landtagspräsidenten Bernd Busemann und mich zu Botschaftern für den ländlichen Raum erklärt. Und als Ausdruck dieser Würde haben wir diese schicken Holzkrawatten bekommen. Und wir haben gestern gesagt, dann sollten wir eigentlich diese schicken Krawatten auch den anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag zeigen. Und die haben das heute auch sehr aufmerksam registriert. Also so oft wie heute bin ich noch nie auf eine Krawatte angesprochen worden. Vielen Dank für das Interview, Ministerpräsident Stefan Weil. Vielen Dank und euch alles Gute und schönen Dank, dass ihr das hier mitmacht. Wir begrüßen nun unsere Patin Katrin Wahlmann, die uns in den letzten 3 Tagen betreut hatte. Frau Wahlmann, wie bewerten Sie das Aprilplenum im Vergleich zu anderen Plenarsitzungen? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das Aprilplenum ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich habe mir vorher die Tagesordnung angeguckt und dachte, ach, das wird eigentlich relativ ruhig. Aber es ging ja jetzt doch öfter mal ein bisschen heißer her. Wir hatten 2 Regierungserklärungen, wir hatten auch das Versammlungsgesetz, was sehr heftig diskutiert wurde. Also das heißt, es war, fand ich doch einiges los und das war bestimmt auch für euch als Schüler ganz interessant zu sehen. Ich selbst durfte ja eben noch mal reden zum Fahrverbot. Das war auch für mich eine sehr interessante Diskussion, hat Spaß gemacht und wir haben es so beschlossen, wie wir das vorhatten. Von daher bin ich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber was mich natürlich besonders interessieren würde, wie hat es euch denn überhaupt gefallen? Ich sehe das ja jedes Mal, aber ihr ja nur nicht. Ja, mir hat es sehr gefallen, die Audiodateien zu schneiden und auch generell einiges hier. Wie sieht's mit den Jungs aus? Also ich bin Philipp. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, mal in den Landtag reinzugucken und auch mal zu sehen, wie die Politiker sich da unten fetzen. Und es war schon beeindruckend. Mhm. Man ist auf jeden Fall anders als im Fernsehen. Also ich fand es auch sehr interessant, auch mal die Politik hautnah mitzuerleben. Mhm. Und Chantal? Ja, ich fand das auch sehr beeindruckend, dass live dabei zu sein, wie die Politik so im wirklichen Leben ist, nicht nur im Fernsehen oder Radio. Fandet ihr denn, das muss ich jetzt mal einmal fragen, dass wir uns sehr viel gestritten haben? Also war das zu viel oder fandet ihr, dass das noch angemessen war? Es hätte auf jeden Fall, sag ich mal, schlimmer ausfallen können. Das war alles noch im angebrachten Bereich. Und es hat auf jeden Fall uns mal gezeigt, wie das hier ablaufen kann. Ja, also ich kann da noch ergänzen, wir mögen das auch nicht, wenn man sich ohne Sachgrund jetzt so richtig streitet. Also wenn es persönlich wird, das mögen wir eigentlich auch alle nicht. Aber wenn so gar keine Diskussion da ist, ist es ja auch langweilig. Von daher finden wir es als Politikerinnen und Politiker immer sehr schön, wenn man sich an Sachthemen so ein bisschen, wenn man ein bisschen polarisiert und schon zeigt, dass da unterschiedliche Meinungen sind. Das ist ja auch so die Würze des Parlaments. Vielen Dank nochmal, Frau Wahlmann, dass Sie unsere Patin waren. Gerne, hat Spaß gemacht.
Das war das Landtag Online-Spezial live aus dem Georg von Köln-Haus in Hannover. Es verabschieden sich Chantal, Annemarie, Fabian und Philipp. Herzlichen Dank an den Landtag, der uns so freundlich aufgenommen hat. Unsere Patin Katrin Wahlmann danken wir auch ganz tatkräftig für diese Unterstützung. Außerdem vielen Dank an unsere Interviewpartner, dass sie sich Zeit genommen haben, um uns ein Interview zu geben. Und wir bedanken uns bei unserem Politiklehrer Herrn Schlegel sowie bei Frau Deseke von der Landesinitiative N21. Mehr über unser Landtag-Online-Projekt im Netz unter onlineredaktion.de/plenum04/2017. Und mehr über unsere Schule erfahren Sie online unter saab-hasbergen.com. Wir wünschen Ihnen und euch viel Spaß mit dem 24-Stunden-Programm von schulinternetradio.org. Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Landtag Online. Ein Beitrag vom Radioteam der Schule am Roten Berg, Oberschule Hasbergen. N21, Schulen in Niedersachsen online, in Zusammenarbeit mit dem Landtag Niedersachsen.